Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Hatikva ist hebräisch und heißt Hoffnung. Hatikva ist der Name der israelischen Nationalhymne. Mit unvorstellbarer Brutalität geht die terroristische Hamas gegen das vor, wofür die Hatikva steht: für einen eigenen Staat, in dem Jüdinnen und Juden in Freiheit und Sicherheit leben können. Die Hamas will Israel vernichten. Die Hamas ist in ihrem ideologischen Kern geprägt von Hass auf Jüdinnen und Juden. Die Gräueltaten, die Verbrechen gegen israelische Frauen, Männer, Kinder erinnern in ihrer ganzen grenzenlosen Brutalität an die Methoden des Islamischen Staates. Diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind durch absolut nichts zu rechtfertigen. Unsere Solidarität gilt dem Staat Israel und den Menschen in Israel. Ausgerechnet ein Musikfestival war eines der ersten Angriffsziele, bei dem junge Menschen den Terroristen schutzlos ausgeliefert waren. Ausgerechnet in den Kibbuzim, die für Gemeinschaft stehen, die für Solidarität stehen, wurden hunderte Menschen gefoltert, ermordet und als Geiseln verschleppt. Ausgerechnet in diesem Land, in Israel, das eigentlich der Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt ist. Die Berichte aus Israel machen mich fassungslos, sie machen mich traurig. Und traurig macht mich auch der Gedanke, dass manche Jüdinnen und Juden Wurzeln in der Ukraine haben und Angehörige, Verwandte, Freunde in Israel und nun mit gleich zwei Kriegen konfrontiert sind. Und die Angriffe auf Israel und auch auf die Ukraine sind ja nicht vorbei. Unablässig wird Israel aus dem Gazastreifen, aus dem Libanon beschossen. Die Terrororganisationen Hamas und Hisbollah wollen Israel auslöschen, unterstützt und finanziert vom iranischen Unrechtsregime. Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich zu verteidigen. Und Israel hat auch wie jedes andere Land auch eine Pflicht, seine eigenen Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Deutschland steht ohne Wenn und Aber für das Existenzrecht Israels. Das Leid, das die Hamas über die Menschen in Israel bringt, ist unermesslich und es ist eigentlich überhaupt nicht zu beschreiben. Die Hamas richtet sich dabei ja nicht nur gegen Israelis, sondern auch gegen die palästinensische Zivilbevölkerung. Dass die Terroristen der Hamas sich in Tunneln, unter Gebäuden und in Häusern von Zivilisten verstecken, das zeigt, dass die Menschen in Gaza als lebende Schutzschilde missbraucht werden. Und so verschärft der Krieg die Situation der Zivilbevölkerung in Gaza. Die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen ist notwendig, um eine noch größere humanitäre Katastrophe zu verhindern. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass sich Menschen aus Israel und Menschen mit palästinensischen Wurzeln in Deutschland aktuell große Sorgen um ihre Angehörigen machen. Aber es gibt keine Rechtfertigung, absolut überhaupt gar keine Rechtfertigung dafür, Antisemitismus und Hass gegen Israel auf unsere Straßen zu tragen und zu relativieren, wer für den Angriff verantwortlich ist. Demonstrationen sind durch das hohe verfassungsrechtliche Gut der Versammlungsfreiheit geschützt. Aber sie endet dort, wo Straftaten begangen werden, wo Volksverhetzung auf die Straßen getragen und die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Und erschreckend ist auch die islamistische Gefahr, wie wir gestern Abend erfahren haben mit der Festnahme in Duisburg. Ich vertraue unseren Sicherheitsbehörden, dass sie konsequent gegen antisemitische Straftaten in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen vorgehen. Denn unsere Demokratie ist nicht wehrlos, sie ist wehrhaft. Antisemitismus muss bekämpft werden. Wir erleben in Deutschland gerade einen massiven israelbezogenen Antisemitismus aus migrantischen Communities, aus dem linken Milieu, aus dem Rechtsextremismus. Wir erleben einen Antisemitismus in der gesamten Bevölkerung, der mit doppelten Standards misst, sobald es um den Staat Israel geht.
Antisemitismus ist in Deutschland tief verankert und ursächlich für Verfolgung, Vertreibung, Pogrome bis hin zur Shoah. Und auch nach 1945 war der Antisemitismus in Deutschland ja nie weg. Viele Gewalttaten, darunter auch der rechtsterroristische Anschlag von Halle, führen uns das sehr schmerzlich vor Augen. Und weil wir um die Verbreitung von Antisemitismus wissen, haben wir in den letzten Jahren ja die Maßnahmen verstärkt mit der Stelle der Antisemitismusbeauftragten, der Meldestelle RIAS, den Antidiskriminierungsstellen SABRA und ADIRA, den Studien zum Kontext Schule, um diskriminierungsfreie Räume an den Schulen zu schaffen. Aber offenbar, und ich finde, das ist eine absolut bittere Erkenntnis, nach so vielen Jahren Arbeit, die wir hier auch gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten im Parlament geleistet haben. Es ist eine bittere Erkenntnis, dass diese Maßnahmen offenbar nicht ausreichen. Dass in den letzten Tagen Drohungen gegen Schulen eingegangen sind, das besorgt mich sehr. Und jüdische Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte haben ja schon vor dem 7. Oktober, vor diesem Angriffskrieg, immer wieder von Antisemitismus im Alltag an unseren Schulen berichtet. Ausgerechnet an diesem Ort Schule, an dem junge Menschen gemeinsam lernen und sich sicher fühlen sollen. Und wir haben da auch eine Gesetzeslücke. Wir haben eine Gesetzeslücke im Antidiskriminierungsrecht, sowohl an den Schulen wie auch an den Hochschulen hier im Land, denn das ist Ländersache und das Gesetz des Bundes greift nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ein eigenes Landesantidiskriminierungsgesetz planen und umsetzen wollen, damit sich Betroffene von Antisemitismus, von menschenverachtender Diskriminierung dagegen wehren können. Antisemitismus braucht eine klare Absage und das erwarte ich auch von allen gesellschaftlichen Akteuren. Doch ich glaube auch, dass die Debatte über schärfere Forderungen in der Migrationspolitik aktuell nicht zu weniger Antisemitismus führen wird, sondern zu mehr Ausgrenzung von gesellschaftlichen und marginalisierten Minderheiten. Ich glaube, es schadet denjenigen, die Schutz vor Terror suchen, und das kann wirklich niemand wollen. Der Schutz jüdischen Lebens ist unsere Verpflichtung als demokratische Gesellschaft. Jüdinnen und Juden sind unsere Nachbarn, unsere Arbeitskolleginnen, unsere Klassenkameradinnen seit mehr als 1700 Jahren in Deutschland. Ob Jüdinnen und Juden in Deutschland frei von Angst, frei von Bedrohung und frei von Gewalt leben können, ist auch ein Gradmesser über die Verfasstheit unserer demokratischen Gesellschaft. Die Verbreitung des Antisemitismus in Deutschland, und wir erleben das ja aktuell sehr stark, das bedeutet, dass wir unsere Anstrengungen verstärken müssen, dass wir für mehr Resilienz gegen antisemitische Ressentiments in allen gesellschaftlichen Milieus und Gruppen sorgen müssen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe als Demokratinnen und Demokraten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hatikva heißt Hoffnung. In diesem Augenblick, wo israelische Geiseln noch in den Händen der Hamas-Terroristen sind, wo Menschen weiterhin getötet werden, da fällt es nicht leicht, Worte der Hoffnung zu finden. Aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass nach diesem furchtbaren Angriffskrieg der Hamas an die Annäherungen der letzten Jahre im Nahen Osten auch wieder angeknüpft und darauf aufgebaut werden kann. Mein tiefster Wunsch für Israel und für die Menschen in Israel ist Frieden, Freiheit und Sicherheit.